Werbung ist erlaubt. Für fast alles. Alkohol, Zigaretten, Waffen. Nur für den Schwangerschaftsabbruch darf man nicht werben. Da ist schon die Information, dass man als Arzt so einen Eingriff vornehmen könnte, verboten. Das kann dann schon mal zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro führen, wegen des Vermögensvorteils durch das Honorar. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben sich sicher schon Gedanken gemacht, was Sie von Ihren Leistungen bewerben dürften. Im Internet, als Plakat oder Flyer. Klar, der Patient muss wissen, dass Sie auch Diätberatung, Raucherentwöhnung und großes Blutbild können. Und auch die Chipkartenhüllen mit Ihrer Praxisadresse als Giveaway sind erlaubt, solange die 4,99 Euro pro Stück nicht überschritten werden. Was Sie nicht dürfen, ist informieren. Also darüber, dass Sie Abtreibungen vornehmen. Das darf die Patientin nicht wissen. Sie könnte es ja weitererzählen. Man muss nämlich gar nicht nach Belgien für einen Schwangerschaftsabbruch. Ehrlich. Der ist in Deutschland in Umständen zwar verboten, aber unter Umständen nicht strafbar. Es braucht aber eine Gewissensentscheidung. Und die wird der Schwangeren in den Umständen nicht zugetraut. Da vertraut man lieber dem Papst. Der sagt, Abtreibung ist Auftragsmord. Der Papst, der muss es ja wissen. Er ist ja der Papst. Und wenn der schwanger würde, dann wäre er ja eine Päpstin. Jo, wenn ich mich als Experte da mal ganz kurz ins Bild setzen darf. Ne? Jeden Tag sterben Kinder in der ganzen Welt durch deutsche Waffen. Aber das macht nichts. Denn die sind ja keine werdenden Leben, sondern schon da. Und haben genau so ein Recht, vernichtet zu werden wie Erwachsene auch. Wie heißt es in der Werbung von Heckler und Koch so schön? No Compromise. Also schalten auch wir mal zur Werbung. Ja, richtig. Moment, ja, es meint den Paragraph 219a aus dem Gesetzbuch. Also jedes Wort. Nochmal. Ja, so stimmt's. Ja. So. Ja. Ja.